Heute dreht sich alles um den Nachfolger von Sigismund und von Leman Russ, den Schwarzen Löwen von Ultramar. Er ist ein einzigartiger Charakter auf Tonnen von Artworks. Und wenn Cato de Sicarius oder Manius Calgar die rechte Hand von Roberto Gilliman sind, dann ist der Schwarze Löwe von Ultramar, Malius Corvanda, die linke. Unbestreitbar ein extrem wichtiger Charakter für die Lore, unbestreitbar einer der mächtigsten Champions von Ultramar, wenn nicht sogar des Imperiums, der ohne Zweifel mit Charakteren wie Khan, Typhus oder sogar vielleicht in bestimmten, sagen wir mal, Umständen es mit Abaddon aufnehmen könnte. Und er ist der Scharfrichter des 13. Sohnes, was ihm im Imperium die Funktion von Leman Russ oder vielleicht von Sigismund später gibt. Er ist der Champion von Ultramar und um den dreht sich alles heute. Werft jetzt aber auf jeden Fall nochmal einen Blick in unsere Videobeschreibung, da ist unser Affiliate-Link zu Taschengeld-Dieb versteckt. Das ist unser Partner, der uns unterstützt und außerdem euch unterstützt mit wunderbaren Tabletop-Miniaturen, Büchern und alles, was ihr rund um unser tolles Hobby braucht, sei es jetzt Malen, sei es Hintergrundinformationen, sei es aber vielleicht auch was vollkommen anderes. Grundsätzlich Thema Tischrollenspiel, Taschengeld-Dieb ist eure Anlaufstelle in dem Thema. Und außerdem, Leute, ihr unterstützt uns dabei. Es wird kein Cent teurer, bloß wir kriegen ein paar Prozente und somit sind wir alle zufrieden. Und jetzt werfen wir gemeinsam einen Blick auf den Schwarzen Löwen von Ultramar und vielleicht habe ich am Ende noch einen kleinen Kniff für euch. In den alten Zeiten vor dem Verrat, vor Horus, trug einer meiner Brüder einen Titel. Ich erachtete ihn als unnötig, vielleicht sogar als barbarisch. Aber heute erkenne ich, wie blind ich war. Es gibt Dinge, die ein General nicht tun kann, die aber nichtsdestotrotz erledigt werden müssen. Urteile, die vollstreckt werden müssen. Bestrafungen, die unaufschiebbar sind. Ich benötige jemanden, der mein Urteil vollstreckt. Das Imperium benötigt wieder einen Scharfrichter, Malius. Roberto Gilliman zu Malius Corvanda, dem Schwarzen Löwen von Ultramar. Malius Corvanda, auch genannt Schwarzer Löwe von Ultramar, Gullimans Scharfrichter oder Vollstrecker der 500 Welten, agiert weitgehend unabhängig vom Orden der Ultramarines, auch wenn er trotzdem zu ihm gehört. Nur Roberto Gilliman selbst kennt seine Mission und er ist vergleichbar mit dem Champion des Imperators, aber durchaus von weltlicher Natur. Malius Corvanda wurde irgendwann Ende M41 auf McCrack geboren. Als Sohn des Adelshauses Mendax wurde er bereits früh für die Ultramarines ausgewählt und schon als Scout zeigte er eine ungewöhnliche Affinität für den Nahkampf. 740 M41 wurde sein gesamter Trupp von einer Bande Orks auf einer Routinepatrouille an den Grenzen von Ultramar ausgelöscht. Die Orks schossen das Patrouillenschiff Sturmreif und änderten es. Die Scouts und ihr Captain wehrten sich erbittert, aber es gelang den Orks an Bord zu kommen und töteten Malius' Captain, Tiskudian. Malius und die vier verbliebenen Scouts gelang es letztendlich, ein Teilsystem des Schiffes zum Versagen zu bringen und so viele Orks in die kalte Leere des Weltalls zu schleudern. Hierbei starben allerdings die letzten drei seiner Brüder. Malius tötete letztendlich den Ork-Anführer mit seiner eigenen Axt und konnte das Schiff mit Mühe und Not nach Espador bringen. Hier wurde er von der Garnison empfangen und letztendlich für seinen Heldenmut und sein Pflichtbewusstsein ausgezeichnet und in den Rang eines vollwertigen Space Marines erhoben. Er schloss sich danach der 7. Kompanie an und freundete sich auch mit Cato Sicarius an. Die beiden Brüder trafen sich oft in den Übungskäfigen auf McCrack. 745 M41 griff die Tyranidenflotte im ersten Tyranidenkrieg Ultramar an. Während die Flotte Ultramars im Orbit gegen die Tyraniden kämpfte, landeten die 3. und 7. Kompanie auf dem Planeten, um ihn bereits zu entsetzen. Die 7. Kompanie sollte hierbei zivile Zentren schützen. Nach heftigen Verlusten erreichten sie letztendlich eine Stellung in einer Makropole, die noch von den Auxilia gehalten wurde. Stundenlang hielten die Brüder der 7. Kompanie die Stellung, um die Leben der Zivilisten zu schützen. Als Malneus Calgar die Schlacht gewann und landete, war die 1. Kompanie an den Polen des Planeten praktisch ausgelöscht. Die 7. und 3. Kompanie hatte ebenfalls so starke Verluste erlitten, dass sie praktisch non-existent war. Malius Corvanda war wieder einmal der einzige Überlebende auf seinem Abschnitt der Mauer. Und als er zwischen den Leichen seiner Brüder und der Auxilia stand, murmelten einige, dass es ein dunkles Omen war, an der Seite von Corvanda zu kämpfen. Der erneute Verlust von vielen seiner Brüder traf Malius schwer und er wurde immer trübsinniger und zurückgezogener. Als die Deathwatch letztendlich die Ultramarines anfragte, schloss er sich ihnen gerne an. Hier konnte er seinen Hass auf Xenos, die sich in den Tyranidenkriegen und durch den Vorfall mit den Orks nur vertieft und verstärkt hatte, völlig ausleben. Seine erste Kampagne war auf Adrophon, wo er zusammen mit einem Killteam den Big Mac Dreckmascher ausschaltete. Jedoch war er weiterhin zurückgezogen und mürrisch und er hatte kein Interesse daran, sich in die Bruderschaft der Deathwing wirklich einzugliedern. Hierbei traf er auf einen weiteren stillen Bruder. Kerubiel war ein Mitglied der Dark Angels und bereits seit einem Jahrzehnt bei der Deathwatch.
Es ist ironisch, dass beide ruhig und zurückgezogen waren und letztendlich sich trotzdem anfreundeten. Hierbei rettete Kurubiel Malius auf Dafa vor Elder-Piraten und Malius ihn dafür bei einem Angriff auf den Space Hulk Dark Flame vor einer Xenos-Bestie. Sie unterstützten mit ihrem Team auch die Ultramarines im dritten Tyranidenkrieg und trafen hierbei auf Kato Sicarius. Malius und Sicarius messen sich ein weiteres Mal und Malius verliert nur knapp, aber er schwört, dass es das nächste Mal anders ausgeht. Malius führt im Zuge des 13. Schwarzen Kreuzzugs inzwischen sein eigenes Team zum Auge des Schreckens. Sie erreichen es jedoch nicht vor dem Fall von Cardia und werden vom Noctis Aeterna völlig getroffen. Ihr Schiff wird von Dämonen überschwemmt, aber den Brüdern der Deathwatch gelingt es dank ihrer Kampffertigkeiten und den ungewöhnlichen Xenos-Artefakten, die sie bei sich tragen, die Dämonen abzuwehren. Kurubiel wird hierbei jedoch tödlich verwundet und stirbt in Malius' Arm. Auf dem Sterbebett schenkt er ihm seinen schwarzen Löwenpilz. Malius Corvanda hört letztendlich von der Rückkehr Rebutic Gilliman's und beschließt nach Ultramar zurückzukehren. Jedoch ist es schwierig, in den Zeiten des Noctis Aeterna zu reisen, und er verpasst ihn knapp. Gilliman hat Ultramar bereits verlassen und ist auf dem Weg nach Terra mit dem Terra-Kreuzzug. Somit hilft Malius Corvanda Kalgar bei der Verteidigung Ultramars gegen einfallende Horden des 13. Schwarzen Kreuzzugs. Aufgrund seiner Vergangenheit und seiner Talente ist es schwierig, ihn in eine normale Kommandostruktur einzubinden. Und Kalgar schickt ihn letztendlich mit einer kleinen Flotte zum Idometrius-Kreuzzug. Als er den Kreuzzug erreicht, lässt Gilliman ihn zu sich rufen und schenkt ihm die Axt McCrack's Zorn. Und er nennt ihn zum Scharfrichter von Ultramar. Er soll wie Russ und Sigismund die größten Feinde des Imperators aufspüren und sie vernichten. Hierbei werden ihn allerdings nur Freiwillige bei solchen gefährlichen Einsätzen begleiten. Er und seine Schar schalten im Zuge des Kreuzzuges viele Champions und Xenos-Kreaturen aus. Als die Black Templar sich erst als unkooperativ gegenüber den Primaris Marines erweisen, bietet Malius sogar an, es mit einem Duell gegen ihren Champion zu lösen. Gilliman hält dies jedoch für einen Witz und lacht. Er begleitet den Kreuzzug auch nach Baal und auf dem Weg dorthin spüren sie einen Herold des Korn auf. Dieser hatte Kraft aus dem Gemetzel an den Blood Angels gezogen und versuchte nun immer mächtiger zu werden. Malius Corvanda ist jedoch seine letzte Herausforderung und er wird von ihm vernichtet. Letztendlich erreichen sie Baal und Malius Corvanda bezeugt die Ernennung von Commander Dante zum Commander des Imperium Nihilus. Er erhält danach von Gulliman den Auftrag, die Nightlord-Bande der Schwarzen Klaue aufzuspüren. Die Jagd nach ihm und ihrem Anführer Havor Zor erweisen sich jedoch als schwierig. Zor nutzt hierbei einen Mutanten, der eine Kreuzung aus Navigator und Psioniker ist, der die Strömungen des Warp liest und Malius' Schritte schließlich immer erahnen kann. Er verschwindet immer kurz, bevor Malius und seine Schar im System eintreffen. Malius Corvanda gelingt es jedoch letztendlich, mit der Hilfe der Deathwatch und einem Necron-Artefakt namens Cryptex Einblick Havor Zor zu stellen. Es kommt zum Kampf zwischen den beiden Gegnern und Malius' Axt fällt einen weiteren Verräter. Der vierte Tyrannienkrieg bricht aus und Malius und seine Garde schießen sich wieder den Ultramarines an. Seine Garde nennt sich inzwischen Zorn von Ultramar, Malius findet dies jedoch mehr als albern. Letztendlich erhalten sie den Auftrag, eine Norn-Emissärkönigin namens Seelenernter von Maladrax zu erledigen. Und die Jagd des schwarzen Löwen von Ultramar beginnt erneut. Oder auch nicht, denn tatsächlich existiert gar kein Malius Corvanda. Es existiert auch überhaupt kein schwarzer Löwe von Ultramar. Ihr kennt ihn von sehr vielen Artworks, sogar das Zusammentreffen von Rebutic Gilliman auf Baal oder bei den Black Templern. Dort ist unser Malius Corvanda, wie wir ihn jetzt einfach mal weiterhin nennen, immer drauf. Aber tatsächlich existiert er, wie gesagt, überhaupt nicht. Denn er ist eine Fanschöpfung und ein Fan hat ihn, wie gesagt, erschaffen und am Ende einfach einen Artist beauftragt für seinen Charakter, ein Bild zu zeichnen. Und dieses Bild hat am Ende wahrscheinlich so vielen Leuten gefallen und by the way, es ist mir nicht gelungen, das Originalbild zu finden, denn es gibt so viele Bilder vom schwarzen Löwen von Ultramar. Er ist auch einfach auf Bildern drauf, wo er überhaupt nicht erwähnt wird, aber trotzdem vorkommt und auf jeden Fall hat das Bild anscheinend wohl sehr vielen Leuten gefallen. Und deshalb wurde dieser Charakter, der schwarze Löwe von Ultramar, auf sehr vielen Artworks mit weiterhin verewigt. Unter anderem auch von großen Ereignissen. Wie gesagt, bei den Black Templern und bei Baal war er halt auch dabei. Aber am Ende, ja, ist er nichts anderes als eine kleine Fanschöpfung. Ursprünglich soll dieses Video am 1. April herauskommen. Wir wollten euch ein bisschen verarschen, aber so ist der Scherz ja trotzdem noch gelungen. Und ihr wisst, wir haben alle immer noch ein Privatleben. Aber der Punkt an der Sache ist, tja, Malius Corvanda ist somit ein guter Indikator dafür, wenn ein Bild Fanart ist oder wenn es es nicht ist. Das heißt, wenn ihr den schwarzen Löwen von Ultramar irgendwo rumstehen seht, egal wie cool das Bild aussieht, ist es nicht offiziell. Und solange Games Workshop nichts in seiner Lore zu dem schwarzen Löwen von Ultramar schreibt, bleibt dieser Charakter
nur eins, nämlich eine wunderbare Fanfiction. Und ja, er hat auch überhaupt keine Lore, deswegen alles in diesem Video habe ich mir persönlich ausgedacht. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ihr verzeiht mir diesen kleinen verspäteten April-Scherz. In dem Sinne, Leute, folgt uns gerne bei Instagram, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, damit ihr kein weiteres Video zu echter Warhammer 40k Lore verpasst, das haben wir natürlich auch, und gebt uns gerne einen Daumen hoch, wenn euch gefallen hat, was ihr hier gesehen habt. Und in dem Sinne, Leute, sage ich unsere altbekannten und falls du neu bist, neubekannten Worte, Hydra Dominatus.